Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es einen neuen Teil von Wie stabil ist. Heute habe ich für euch was ganz Besonderes aus dem letzten Eck herausgekramt. Und zwar ein 200-Euro-Tresor. Packen wir ihn erstmal aus. Schaut euch das an, das ist schon ein dicker Klotz, ey. Das ist bisher der größte Tresor, den ich jemals hatte. Ansonsten hat er hier sogar eine heftige Digitalanzeige. Ich würde mal sagen, ich muss den jetzt erstmal in Betrieb setzen und dann testen wir die Digitalanzeige mal aus. Falls ihr noch mehr von dem Format Wie stabil ist etwas sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da, Freunde. Und wenn wir 10.000 Daumen hoch wieder erreichen, so wie letztes Mal, dann wird das Format fortgesetzt. Yo. Oh je, wir haben ein gewaltiges Problem. Und zwar, ey, ich habe den Schlüssel nicht gefunden. Der ist einfach nicht dabei. Hier oben gibt es so ein Fach. Das ist echt cool. Kann man so rausziehen. Und hier drin sind halt die Schrauben drin und die Dübel, damit man den an die Wand bohren kann. Ansonsten sind hier noch so ein paar Abdeckungen drin. Ja, auch ganz cool, aber sonst nichts mehr drin. Der Schlüssel, der ist einfach nicht da. Was soll das denn? Übrigens finde ich hier auch ganz cool, schaut euch das mal an. Man kann hier Schlüssel aufhängen in den Tresor. Habe ich auch noch nicht gesehen, finde ich echt mega gut. Ansonsten würde ich mal sagen, setzen wir die Batterien jetzt hier ein. Starten das Teil. Ich frage mich, wofür dieses Teil hier ist. Ey, kann man das aufdrehen oder so? Keine Ahnung, da ist aber auf jeden Fall so ein Pfeil drauf. Ich werde das gleich nochmal untersuchen, aber erst mal Batterien hier reinstecken. 4 AA-Batterien waren übrigens auch mit dabei. Oh Mann, ich habe nochmal alles geprüft, aber ein Schlüssel ist echt nicht da. Ansonsten, Code ist ganz leicht zu installieren. Man drückt hier auf dieses M. Dann geht hier vorne das Display an. Dann kann man seinen Code eingeben. Dann muss man einfach nochmal auf das M drücken und dann ist der Code auch schon gespeichert. So einfach ist das Ganze. Und er zeigt ihn auch nochmal an, dass man sich ja sicher ist, welchen Code man eingegeben hat. So, nehmen wir mal an, der Tresor ist jetzt hier verschlossen. Um ihn dann aufzumachen, muss man hier das Touchpad aktivieren, indem man seine Flosse da drauf macht. Dann gibt man den Code ein auf das Schlüsselzeichen und dann kann man hier drehen und er ist offen. Naja, wenn die Batterien leer sind, hat man halt Pech gehabt, wenn man keinen Schlüssel hat, ne? Ansonsten dieses Ding hier, ich versuche das jetzt mal hier aufzuhebeln, ey. Okay, wir haben es abgekriegt. Schaut euch das mal an. Das ist so eine Art Beton oder sowas. Keine Ahnung, wofür dieser Deckel gedacht ist. Falls jemand von euch weiß, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Naja, ich pack den mal wieder lieber drauf. Was mir hier an dem Tresor noch aufgefallen ist, der ist schon wirklich sehr dick. Also ich habe schon ein paar Tresore getestet, aber der hier, das ist glaube ich bisher der dickste. Der soll auch feuerfest sein, das werden wir gleich ausprobieren. Aber erstmal muss ich meine Wertsachen hier einlagern. In so einem Tresor lagert man seinen wertvollsten Besitz. Das ist hier bei mir der Spielautomat. Dann habe ich hier noch so einen Liebesbrief. Den tun wir auch da rein. Den tue ich mal hier oben in das Fach. Ja, schnell zu, bevor der wegfliegt. Und dann hier noch für ganz harte Zeiten 2 Center Shocks, damit ich nicht verhungere. So, machen wir das Teil zu. Es ist zu. Jetzt testen wir, ob der feuerfest ist. Ich habe hier so einen Flammenwerfer. Der sieht aus wie eine Deodose, aber ist keine Deodose. Damit werden wir den Tresor jetzt mal ordentlich einheizen. Das sage ich euch. Für den Test nehme ich aber die Rückseite von dem Tresor. Denn wenn wir das vorne machen und dann die Digitalcode-Eingabe abfackelt, wir haben ja keinen Schlüssel, kriegen wir es nicht mehr auf und können nicht beurteilen, ob der feuerfest war und mein Liebesbrief noch lebt oder halt nicht, ne? Okay, let's go. Oh, schaut euch das mal an. Also der Tresor, der ist ganz schön warm geworden. Der hat sich ein bisschen erhitzt. Ich spüre das bis hierhin. Ansonsten ist hier nur der Lack abgeblättert. Ah, ich habe das Gefühl, der ist auch ein bisschen gewellt. Aber wir gucken jetzt mal rein. Stellt euch mal vor, ihr hättet euer ganzes Geld da drinnen. Und es würde so ein bisschen brennen. Hallo? Und dann verbrennt euer Geld entweder oder es überlebt. Natürlich kommt es auch drauf an, wie lange so ein Feuer brennt. Ah, der Center Shock, der fühlt sich noch hart an. Sehr gut. Ansonsten
mein Liebesbrief, oh, dem geht es auch noch gut. Das ist ja echt toll. Meine Sachen haben überlebt. Also ich würde sagen, der ist schon feuerfest. Natürlich, irgendwann wird er schon nachgeben, das ist logisch. Aber für eine gewisse Zeit ist er feuerfest. Deswegen wahrscheinlich auch so dicke Wände. Test bestanden. So, jetzt machen wir uns an die richtige Arbeit und versuchen, den mal zu knacken. Aber bevor wir das tun, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine wie stabil ist das und das Videos mehr. Ich habe mir den jetzt etwas genauer angeschaut und ich würde mal sagen, wir probieren es erstmal hier an den Scharnieren. Vielleicht könnte das eine Schwachstelle sein. Wir können die irgendwie abschlagen oder sowas. Ich gucke mal, ob ich das passende Gerät dafür habe. Wir nehmen die gute alte Spalte. Die hat schon die besten Tage hinter sich, so wie sie aussieht. Aber ich denke, das wird sie noch hinbekommen. Und wenn nicht, dann ist der Tresor halt zu stabil. Let's go. Das war ein bisschen anstrengend, aber die Spalte, die ist schon geil, ey. Ach, geiler Wurf, oder? Okay, schauen wir uns den Tresor an. Oje, oje, oje. Das sieht schlimmer aus, als ich erwartet habe. Schaut euch das mal an. Ah, da bröckelt schon ein bisschen so der Beton. Ansonsten das Scharnier haben wir auch ganz gut draufgehauen, aber wir konnten es nicht. Wir konnten es nicht lösen, aber es ist schon sehr stark verbogen. Ich habe so die Befürchtung, wir kriegen die jetzt gar nicht mehr auf, weil das verzogen ist hier. Ich muss erstmal das Display aktivieren. Oh Mann, ey, ich habe Handschuhe an. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zack. Und? Oh jawohl, wir kriegen ihn noch auf. Das geht zwar hier nicht mehr so ganz so gut, aber man kriegt ihn noch auf. Das ist das Wichtige. Und meinen Wertsachen hier geht's auch gut, wie es aussieht. Perfekt, komm, machen wir wieder zu. Wir nehmen uns als nächstes diesen dicken Hammer hier und einen Schraubendreher. Dann versuchen wir den mal durch den Tresor zu schlagen, denn ich habe nämlich gesehen, dass die erste Wand, die ist gar nicht so stabil. Durch den Beton sollten wir damit auch durchkommen und vielleicht kommen wir sogar komplett durch, wenn wir den einfach so durchschlagen. Das wäre natürlich unerwartet, aber ich versuch's mal. So, einfach hier mitten rein. Schaut euch an, wie ich es erwartet habe. Nach ein paar Schlägen habe ich die erste Schicht durchschlagen und das waren weiche Schläge. Ich habe so leicht geschlagen, ey. Hätte ein Mädchen besser machen können als ich. Naja, weiter geht's oder was? Mann, das ist doch ein Witz, oder? Ich glaube, ich bin komplett durchgekommen. Mein Liebesbrief liegt direkt da drunter. Jetzt gibt's Liebesbrief am Spieß, oder was, ey? Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir machen das Teil auf. Und tatsächlich, oh mein Gott. Schaut euch das an. Ey, der ist sogar durch das Plastikding hier durchgedrungen. Das bedeutet, ich kann das hier gar nicht mehr rausziehen. Ich muss erstmal den Schraubenzieher hier wieder rausziehen. Und das erweist sich als gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ah, Excalibur! Ja, Mann! Ja, Mann, komm schon! Oh, das riecht Excalibur, ich sag's euch! Naja, ich hab den weit genug rausgezogen, dass wir das hier rausholen können, glaube ich. Oh, geht auch nicht mehr so einfach. Und tatsächlich, oh, mein Liebesbrief wurde aufgespießt. Ach, das kann doch nicht sein, ey. Mit dem Schraubenzieher durch den Tresor, das glaubt doch kein Mensch, ey. Und 200 Euro kostet das Ding. Nicht nur der Tresor hat jetzt ein Loch, sondern auch mein Herz. Aber dafür werde ich mich rächen. Tja, wenn der Schraubenzieher durchgekommen ist, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die Spitzhacke mit der Spitzenseite mit einem vollen Powerschlag auch durchkommen wird. Wir testen es. Oh Mann, schaut euch das Desaster an, sogar mit der langen Seite hier. Konnten wir da Löcher reinschlagen, ansonsten, es sieht aus, als wenn das so Einschusslöcher sind, ne? Vor allem das hier, da habe ich noch ein zweites Mal reingeschlagen, das ist so tief. Boah, der Tresor, der ist ja gar nichts, ey. Unglaublich, Schraubenzieher kriege ich immer noch nicht raus.
Oh, doch. Jawohl. Ich habe Excalibur rausgezogen. Ja, Mann. Eine Sache darf bei einem Wie stabil ist das und das Video auf gar keinen Fall fehlen. Vielleicht kann es sich der eine oder andere schon denken. Und zwar ist das der Aluminium-Baseballschläger. Das ist eigentlich so mein Lieblings-Zerberstus-Gegenstand. Ich mag den Baseballschläger sogar so sehr, dass ich ihm liebend gerne einen Namen geben würde. Aber mir fällt kein Name ein. Habt ihr da eine Idee? Falls ja, schreibt sie mir mal bitte in die Kommentare. Und jetzt verpasse ich dem Tresor ein paar Aluminium-Baseball-Schläge so richtig. Boah! Jetzt erstmal voll aufs Display. Ja, Mann. Oh ja, Aluminium-Baseballschläger hat auf jeden Fall einen richtig guten Dienst geleistet. Schaut euch das mal an. Ganz schöne Delle, ey. Also der Tresor, der ist wirklich nichts. Aber ja, wir kriegen ihn nicht mehr auf. Das war's. Das bedeutet, wir müssen ihn mit anderen Mitteln öffnen. Oh Mann, ich will meine kostbaren Wertgegenstände wieder haben. Deswegen würde ich mal sagen, müssen wir dem Tresor ein Ende zubereiten. Dafür nehmen wir den riesigen Vorschlaghammer. Ach, nach ein paar Schlägen werde ich damit irgendwie schon durchkommen. Let's go! Drei! 2, 1. So, jetzt die andere Seite. Oh ja, das macht Spaß. Ach, ich bin so außer Puste. Schaut euch das mal an, ey. Oh Mann, also oben ist der überhaupt nicht stabil. Wir haben den sowas von zerberstet. Aber die Tür, da muss ich sagen, die ist stabiler. Und ich denke mal, vielleicht können wir das hier jetzt aufhebeln. Ich guck mal, ob ich so eine Brechstange oder sowas in der Art habe. Hab was Gutes zum Aufhebeln gefunden. Schaut euch dieses schöne Teil an. Vielleicht kommt dem einen oder anderen was bekannt vor. Wir versuchen es jetzt mal damit. Aber ich muss erstmal reinkommen in den Spalt. Ich versuche mal mit dem Hammer hier nachzuhelfen. So, mal ein bisschen hebeln. Boah, abgerutscht. Vielleicht hier mal mit der anderen Seite probieren. Ich weiß nicht. Oh, jawohl. Oh, jawohl. Schaut euch mal die Sauerei an, aber er ist offen. Er ist sogar ziemlich gut offen. Ich denke, wenn ich den nicht so zerberstet hätte, hätte ich ihn auch ganz normal mit der Brechstange, Hammer und sowas aufhebeln können. Boah, krass. Ich habe ja schon mal so ein paar Tresore in dem Preisbereich getestet, aber bisher habe ich es nicht geschafft, die so sauber aufzubekommen. Also der hier war mit Abstand bisher der schlechteste. Ach, kann man quasi einfach so aufheben, ich kann es gar nicht glauben. Naja, Freunde, das war's für heute mit wie stabil ist dieser 200-Euro-Tresor. Ich bin ganz schön kaputt, muss erstmal was essen. Hey. Wir sehen uns, ich hab euch lieb, euer Jan. Peace.